Ich grüße euch und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Warhammer Quest. Ja, beim letzten Mal sind wir in Dunkelberg stehen geblieben und wir waren bei der Entscheidung, ob wir die Spezialquest von Nullen versuchen. Und die ist allerdings empfohlen, ist Level 6 und die letzte Special Quest, die war auch empfohlen, ist Level 6 und wir werden da fast krepiert. Oder ob wir nach Avaland gehen und dort beginnen. Und ich habe mich jetzt für Avaland entschieden. Wir werden aber nicht in Avaheim anfangen. Wir gehen die ganz normale Schnellreise nach Beastwang. Das ist hier drüben. Dort machen wir weiter. Ich glaube, dort sind die Quests am Anfang auch wieder ein bisschen low, glaube ich. Weil man da sehr schnell hinkommt. Oh Gott. Man braucht keinen Hellseher, um zu bemerken, dass etwas nicht stimmt, als Beastwang in Blickweite ist. Das Dorf steht in Flammen und als die Abenteurer sich weiter nähern, hören sie das gewohnte Knurren und jubilierende Geheul vom plündernden Orks. Als die Krieger die Ortschaft erreichen, sind die Plünderer bereits weitergezogen und haben alles komplett zerstört zurückgelassen. Ein paar Nachzügler der Grünhäute sind noch da. Aber deine Truppe kümmert sich schnell um sie und vergießt das Blut der Orks bereitwillig aus Rache. Ja, bekomme ich wenigstens Erfahrung. Als sich die Abenteurer dem Dorfzentrum nähern, entdecken sie eine ausgeraubte, blutüberströmte Person auf dem Bauch. Sein ockerfarbenes Gewand und Ausstattung identifizieren ihn als den Zauberer vom Goldenen Orden. Der Zauberer ist noch am Leben. Aber nur gerade so. Er ruft die Gruppe mit einem schwachen Wink herbei. Dieser Angriff war kein Zufall, erzählt er mit rauer Stimme. Ihr müsst ihnen folgen. Nehmt Rache. Lasst die Grünhäute bezahlen. Nehmt das, sagte er, bevor er ohnmächtig wird. In seinen Händen hält er einen geschwungenen. Er gibt den Reifen an den Trupp. Armband des Zorns. Moment, dieses Armband erlaubt dem Träger, sich einem Blutrausch der Zerstörung zu versetzen bei einem Antritt. Diesen Zustand erhält der Krieger doppelt Attacken, aber gibt eine 15%ige Wahrscheinlichkeit, dass er seine Wut am nächsten Verbündeten auslässt. Einmal verwenden. So eine Art Joker. Vergesse nicht, dieses Geschenk hat seinen Preis. Deine Truppe muss den Orks zu ihrem Unterschlupf folgen und alle töten. Nur ein Dummkopf ignoriert den Todeswunsch eines Zauberers. Oh, ich weiß nicht, ob ich... Oh ne, empfohlen ist Level 6. Ach du Scheiße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, der braucht für Training, glaube ich. Da kann ich noch nicht mal auswählen. Ich glaube 10.000 braucht der Hexenjäger. Ich weiß nicht, ob ich diesen Ring wirklich mitnehmen soll. Prozentige Wahrscheinlichkeit, dass er seine Wut am nächsten Verbündeten auslässt. Ich habe leider gar keinen blauen Platz mehr frei. Wenn der hier jetzt mal irgendwie ein paar bessere Waffen bekommen würde, dann wäre das sicherlich mal was machbar. Ich glaube, ich konnte hier gar nichts machen, weil das Ding zerstört ist, ne? Nee, ich kann hier gar nichts machen. Der Überfall, dann machen wir das mal. Uns bleibt hier anscheinend nichts anderes übrig. Auch empfohlen ist Level 6, also
Könnte wieder sehr hart werden. Aber ich glaube nicht, dass es eine lange Quest wird. Das ist nicht schwer, aber... Das kennen wir doch schon. Achso, nee, doch nicht. Vor allem nicht nach ihren jüngsten Plünderungen. Es dauert also nicht lange, bis dein Trupp eine Reihe von schrecklichen Höhlen erreicht. Ein böser Gestank strömt aus der Dunkelheit und der Eingang ist mit grausigen Totems abgedeckt. Dies kann nur eins bedeuten, Wildorks. Außerdem machen die Grünhäute kein Geheimnis daraus, wo sie gerade hausen. Die Orks werden immer kühner. Das ist nie ein gutes Zeichen. Geht in die Höhlen und tötet alle Orks, aber lernt, was ihr könnt. Hier ist mehr im Gange als die bloßen Gaunereien der Grünhäute. Ja, wir müssen achtsam sein, also empfohlen ist Level 6, das ist schon, ne? Das kann schon ein bisschen schwieriger werden. Aber der Feuermagier ist Level 7, der macht das schon. Doff Aweder trifft auf eine zusammengesackte, verkleidete Figur, die auf euch zukriecht und mit einer mitleidregenden Stimme um Hilfe bittet. Ach, das ist dieses Event wieder. Okay. Nachdem die Krieger den Fremden erreicht haben, erkennt er, dass es keine gute Idee war, Hilfe anzubieten. Ist es wie das mit dem Beulen und Pusteln? Ja, okay. Ach, ja. Na, gibt nicht so viele Events in Dungeons. 3 Ork-Gag-Boss, 3 Ork-Bogenschützen. Was geht da jetzt noch? B-Schlag ignorieren. Das ignoriert einfach meinen Schlag. Mal die nervigen Bogenschützen weghauen. Oh, darf noch mal schießen. Ja. Nochmal den Schlag ignorieren. Beziehungsweise jetzt im Pfeil. Null Winde der Magie. Ja, dann kann ich da nicht viel machen. Obwohl, na. Wie viel machen wir damit Schaden? 13. Naja. Ah, der Ogre hält das aus. Wir haben noch die Pistole. Ja, das war's schon wieder. Den heilen wir mal. Jetzt haben wir immer noch 9 Zauberwände. Magma-Stürmer würde ich... Nee, dann würde ich andere mit verletzen. Das geht nicht. 2 Feuerbälle, dann ist der hier auch platt. Macht ein guter alter klassischer Feuerball von Warhammer. Ich liebe ihn einfach. Das ist geil, er darf jetzt immer 3-mal schießen, aber er soll nicht 3-mal befehlen. Ich habe irgendwie so eine Vorahnung, dass gleich wieder Verstärkung kommt.
Also das hier sind aber jetzt noch keine Wildorks, ja? Wildorks sind nochmal eine Nummer krasser. Zumindest hier in dem Spiel. Das sind noch normale Orks. Mann. Bei der Xenia kann echt wenig ab, also da braucht man schon einen Healer in der Gruppe, damit er auch gut abgehen kann. Okay, Feuerbälle. Ah, der ist gleich platt. Wundert mich, dass hier gerade gar keine Verstärkung kommt. Ich rechne eigentlich immer mit sowas. 10 Zauberwinde, das reicht für 2 Heilungen. Ach, da braucht auch noch eine Heilung. So, ich hoffe, du triffst jetzt mal. Hat er überhaupt schon mal getroffen jetzt? Moment, wir versuchen uns mit ihm hier, er braucht ein bisschen mehr Erfahrung. Gut. Ein Diamant. Orkboss, ein großer Schamane und 2 Orkbosse. Ja, Standard Orks, Fehlanzeige. Und der Orkboss kann aber nicht so viel ab. Keine Zauber. Dort ist der Schamane. Endlich hat er mal getroffen, aber wenn, dann auch richtig. Null Power. Also Power steht hier in dem Spiel für verbindete Magie. Nicht, dass ihr denkt, warum bekommen die Gegner Power und ich nicht. Hä? Nee. So ist es nicht. Ach, was soll denn das? Ach, was soll denn das? Das finde ich scheiße, dass die Musik da nicht weitergeht. Die ist immer sehr schnell vorbei. Fünf Ork-Bogenschützen, was ist das denn? Zeit für einen kleinen Magmasturm, würde ich mal sagen, wa? So, 4 alleine hat er jetzt schon gekillt. Da ist noch der Wargboss.
Hilf doch! Komm, da ist ja noch ein heiler Modell. Der jetzt nochmal trifft ist. Hätte aber auch ein Glück. Das hätte aber auch ins Auge gehen können. Aber dann wäre der eh nur bewusstlos und nicht ganz tot. Also von daher gar nichts los. So, nochmal heilen. Jetzt haben wir noch 3. Wenn er der Magie, dafür kriegt er noch einen Feuerball rein. Zauber. Ich glaube, das war sein erster Kill. Gut, dann können wir weiter. Jetzt kommen die richtigen Wildorks. Jetzt wird's wild. Die haben Spalter, Rüstung des Gemetzels. Ich dachte, die hatten auch hier als Trade, dachte ich, hatten sie auch irgendwie Tattoos. Bitte, einer schon tot. Ach ja, da, Tattoos. Ja, die Tattoos schützen sie manchmal. Magma-Sturm. Ich hab den nicht gesehen. Habt ihr den gesehen oder ich hab ihn nicht gesehen? Brennt jetzt auch schön. Zum Glück haben wir viel Magie bekommen. Ach, unglaublich ist das wieder hier. Bunte Tattoos.
So, ich hoffe, ich treffe ihn jetzt. Unglaublich. Wie konnte ich auch was anderes erwarten? Ich hoffe, wir schicken diesen Bogenschützen jetzt endlich mal zum Moor. Ach, da kann der viel mehr ab. Ach du Scheiße. Ach Mann, ey. So, wo haben wir denn jetzt? Erstmal hier. Jetzt haben wir noch 9. Könnten wir versuchen, die nach oben mal zu holen. Das war doch mal erfolgsversprechend. Tja, ist halt so eng, wa? So, wieder den Hexen geheilen. 8 Winde der Magie. Ja klar, ey. Oh, bin fertig. Geschlagen. Aber es macht nichts. Wir können ihn ja wieder heilen. Und dem eins auf die Ohme geben. Dachte ich zumindest. Ah, die Wildochse ist schon irgendwie sehr, sehr schwierig.
fehlt nur noch, dass noch Verstärkung kommt. Ich hätte nichts sagen sollen. Aber der ist hinter dem, also easy, kein Problem. So, was da allerdings ein Problem ist, ist, dass wir null Zauber haben. Und dass der nicht trifft. Tattoos. Schon alle bewegt, ne? Ach, bin ja auch blöd. Ich habe die ganze Zeit muss den Trick vergessen. Den gibt's natürlich auch noch. Oh Mann. Ganze Zeit vergessen. Ja, das, wisst ihr, woher das kommt? Weil ich jetzt zwei Tage nicht aufgenommen habe. Hab ich viel zu tun mit Twitch und YouTube. Und dann vergesse ich so mal so eine Fähigkeiten schon mal. Aber den Magma-Strom vom Feuermagier habe ich nicht vergessen. Der kann so gut ausweichen. Die trifft man nicht so einfach irgendwie. The Wild Ox. Wie er einfach nicht getroffen wird. Da haben die irgendwie so eine Art Schutzschild oder so. Also, haben wir jetzt langsam echt verarscht vor. Wir sind ja schon bei 28 Minuten und viele Gegner haben wir noch nicht besiegt. Auf jeden Fall nicht mehr als sonst. Das war der Kopfbrecherversuch auch nicht. Wenigstens hat er Brandschaden bekommen. Ja, oder ruhig weiter drauf. Oh, der hat gesessen. Der hat gesessen. Mann, machst du viel Schaden. Wow. Okay, wenn du viermal triffst von vier Schlägen, dann ist das schon so ein Gen. Oh, jetzt komme ich schon wieder.
Deckung. Gibt's ja nicht. War von hinten ist schon mal gebannt. Achso, mit dir habe ich schon was gemacht. Oh, okay. Ja, da treffen die im Schlag und ich nicht, oder was? Kann ja nicht sein. Ja, hallo. Die treffen mit jedem Schlag. Kann doch nicht wahr sein. Moin. Ach verdammt. So, der ist jetzt gleich platt. Weil der Ogre, der hat nämlich wenig Schaden bekommen. Das heißt, ich kann, wenn ich Zauber habe, dann kann ich schön auf ihn zaubern. So, wir haben 12 in der Magie, das heißt, wir können einmal den Ogre heilen, den Hexenjäger heilen wir jetzt nicht. Und das wär's. Ach, das war's schon. Ein Schwerthieb durch die muskulöse Brust des Orkbosses und die letzte Grünhaut ist erledigt. Giesfang wurde gerecht. Der Geist des goldenen Zaubers kann ruhen. Als der Trupp einen letzten Blick in die Kammer wirft, findet er ein zerknittertes Pergament auf dem Kadaver des Wildorks. Bei näherer Betrachtung wird eine grobe Auflistung von Befehlen sichtbar. Das ist hier ungewöhnlich, da Orks selten auf diese Weise kommunizieren, vor allem nicht Wildorks. Auf dem Pergament befinden sich eine Liste der Siedlungen des Reiches. Neben Bieswang ist ein großes rotes Kreuz zu sehen. Die nächste Stadt auf der Liste war Heideck, gefolgt von Everheim. Am unteren Rand des Pergaments ist ein grobes Siegel, das Zeichen der Person, in dessen Diensten diese Grünhäute standen. Ach, da sieht man das. Ja, mal Screenshot von machen. Das sieht man bestimmt nicht so oft. Kleine Schutzrolle. Brandbombe nur für Zwerge. Du hast gesiegt. Ja, der Ogre kann Training machen. Dann gehen wir mal wieder zurück. Na,
Hier gibt's keinen Markt. Wird es hier wohl auch niemals geben. Dann müssen wir. Wir müssen Heideck freischalten. Dafür müssen wir hier so eine Quest machen. Oh, Gold. Ein goldener Helm für den Zwerg. Okay. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.